Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Teil Wolf im Schafspelz. Ja? Ich habe mich mal wieder nicht lumpen lassen. Der Chris und ich, grüß dich erstmal. Moin. Wir haben ganz lange haben wir schon was geplant. Du weißt ja, wie es ist. Du bist selbstständig. Ich bin auch immer von hier A nach B touren. Aber wir konnten es heute realisieren. Wir befinden uns, wie gesagt, hier beim Chris Beast Factory und Ford quasi. Genau. Ne? Ja. Bist mittlerweile auch ein Ford, wie kann man das sagen? Servicepartner. Ja, Servicepartner. Service, ne? Ja. Also von der Scheune damals, ne? Ja. Wo du angefangen hast. Kennst du auch noch, oder? Was, also ich kenne die, Storys, weil wir müssen ja nochmal weiter nach vorne gehen. Chris ist für mich, würde ich sagen, für mich Ford Focus RS MK2. Können wir hier rüber schwenken. Wo steht ein Zweier? Da steht ein Zweier zum Beispiel. Dieses Modell. Experte. Experte. Warum? Weil Chris hat einfach, du hast mit dem Motor quasi alles durchgemacht. Ja. Egal, was auseinandergeflogen ist. Ja. Was kann man hier besser machen, was kann man da besser machen, was verkraftet der Motor, A, B, Z, da hast du alles durch. Ja, definitiv. Ne? Definitiv. Also bei diesem MK2-Modell würde ich sagen, ist das einfach, ich will nicht zu viel loben, aber es ist, für mich ist es einfach ich so. Ich mache meine Arbeit. Ja. Fertig. Sagen wir es mal so. Und jetzt haben wir hier den MK3 und der ist ja, also ist ein Vierzylinder erstmal, ne? Der Fünfzylinder-Turbo, der ist halt unschlagbar in dem Ding, vom Sound her, von der Emotion her. Jetzt haben wir hier den MK3, da hast du bestimmt auch erstmal ein bisschen Magenschmerzen bekommen. Fünfzylinder ist halt geil. Ne? Ne? Und Vierzylinder habe ich auch erst gedacht. So. Ob das so geil ist halt, ne? Ja, ja. Aber muss man da halt mit der Zeit gehen, die Vorhersteller, sag ich mir jetzt mal, ne? Dass die da ihre Bedingungen haben, wie auch immer. Ja, und hat sich vielleicht dann nicht so gelohnt dann im Endeffekt, ne? Wenn sie es gemacht hätten, weiß man nicht. Wollte ich gerade sagen, also mit dem Fünfzylinder, ich habe immer gehofft, dass sie anfangen, die Direkteinspritzertechnik da noch mit reinzupacken. Aber das ist nun mal ein Volvo-Motor gewesen, das ist ja selber. Und das hätte sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Ja. Also Audi hat so ein Steckenpferd, die können da einfach investieren und sagen, hey, das ist für uns auch ein bisschen unser Ruf und da können wir weitermachen. Ja. Ford haben da vielleicht ein bisschen die Mittel gefehlt. Ne? Ja, ob die Mittel gefehlt haben, weiß ich, vielleicht auch einfach die Lust. Ja, das kann natürlich auch sein, ne? Dass sie sagen, das passt eh. Ford Focus RS MK2. Fronttriebler. Ja. Ford Focus RS MK3 Allrad. Mhm. Also da haben sie dann wieder mega geil einen rausgehauen, ne? Ja. Also positiv, sag ich mal. Ja. Ne? Ja. Mit Driften und so. Mhm. Ne? Ja. Knöpfchen drücken Spaß haben. Jetzt haben wir hier den Vierzylinder-Motor. Wie viel Hubraum hat der? 2,3 Liter. 2,3, der RS MK2 2,5 ungefähr. Genau. Ne? Richtig, ja. Jetzt haben wir hier das ganz, ganz große Problem, was ich schon als Außenstehender, ich habe mich mit dem Fahrzeug gar nicht beschäftigt, bei mir war immer nur MK2, die Leute wissen das. Und ich habe mich mit dem Fahrzeug null beschäftigt und ich habe schon mitbekommen, thermische Probleme, ganz, ganz viele Rückrufaktionen von Ford aus, Zylinderkopfdichtung, da stimmte wohl irgendwas nicht, da kannst du gleich vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ja. Und und dann, das ist erstmal das eine Problem und wenn wir dann noch auf Leistung gehen wollen, viel, viel mehr Leistung, nochmal ganz großes Problem, Ploy, glaube ich, die machen schnell schwach. Kolben. Ploy. Die machen schnell die Wiege. Ja, die machen sich ziemlich schnell zu Banane. Ja. Die steigen schnell aus. Du kannst ja mal die Haube aufschmeißen. Ja. Dann gucken wir uns mal an, was denn hier so abgeht. Also hier ist das Objekt der Begierde. Wo hat der Motor erstmal überhaupt seine Schwachstelle von Haus aus? Ja, die erste Schwachstelle damals war Kopfdichtung. Da war die Mustang-Kopfdichtung verbaut. Die Zwischenräume zwischen den Zylindern sind ein bisschen klein. Du hast ja normal beide Zylinder, die haben ja hier den Zwischenraum. Und da hast du zwei Dichtkanten gehabt und dazwischen war eine Lücke. Mhm. Das heißt also, da ist dann auch keine Flächenpressung mehr. Und deswegen hat es dann immer die beiden Teile der Kopfdichtung zusammengeschoben und dann ist das Wasser in die Zylinder gelaufen. Ja. Das hattest du teilweise nach 8000 Kilometern schon. Also hat er quasi erstmal Wasser geschluckt, verbrannt. Plus, er lief dann sogar im schlimmsten Fall unrund. Ja, alles. Also der hat dann auch weiß gequalmt. Also es ist erst war das immer so ein bisschen Kühlwasserverlust und dann fangen die Buden an zu qualmen wie Sau. Dann ging es richtig ab. Ne? Wenn du Rückwärtsgang drin hast, hast du auch einmal, siehst du nichts mehr in der Rückwärtskamera. Weil, wenn du dann das schön ignorierst und schön weiterfährst, dann ist es rum. Dann kommt natürlich der ein oder andere Schaden. Am besten hast du eine kaputte Kopfdichtung und stellst das Auto zwei Wochen in der Garage. Da ist nämlich schön gammelt im Zylinder. Das ist richtig klasse. Nein, aber so weit haben die Leute das ja alle nicht kommen lassen. Das waren ja viele Garantiefälle. Ja. Ja. Und das zweite Problem ist der Abgaskrümmer, der ist jetzt in dem Wassermantel. Mhm. Das heißt, du mit der Abgastemperatur heizt du natürlich auch das Wasser auf. Mhm. Für die Euronorm ist das toll, weil der Motor wird schneller warm. Du hast noch einen Wasser-Öl-Wärmetauscher, alles wird in sich viel schneller warm. Mhm. Aber wenn es dann heiß wird auf der Autobahn, dann wird auch alles viel schneller heiß. Ja. Das ist halt das Grundproblem. Ja. Ne? Und, ist logisch, ne? Richtig. Ja, dann gab es konstruktionstechnisch an den Kolben hinter, wenn du auf Leistung gehen willst.
Da wollte ich jetzt gerade nochmal anknüpfen, warum wir überhaupt hier sind. Wolf im Schafspelz. Das Ding hat Serie wie viel PS? 350. 350 PS bei wie viel Newtonmeter? Bei 440 Serie. 440. Ja. So, jetzt sagen wir mal, was hat so eine Stage 1 bei dem Auto? Wir machen dann mit dem Serienmotor, das ist immer so, dass ich bis maximal 530 bis 540 Newtonmeter gehe, mehr nicht. Und dann kannst du 380 in der Stage 1. 380 PS ungefähr. Ja, weil ansonsten zerlegt es die Kolben, wodurch dann das Pleu rausfliegt. Also lieber human? Ja, lieber ruhig bleiben. Und jetzt haust du einmal raus, was hier anderes. Der hat jetzt in der stärksten Stufe, die für die Rennstrecke tatsächlich ist, 840 Newtonmeter und 650 PS. 650 PS, leck mir. Das wirklich, das war ein so langer Weg, bis wir da angekommen sind. Da komme ich gleich noch zu. Das interessiert mich nicht brennend. Ja. Aber 650 PS ist ja schon eine Ansage, aber 850 Newtonmeter. Das haben fast hier die Benz-Brummer mit ihren V8 Biturbo, die kommen auf 1000 Newtonmeter. Ne? Mhm. Das ist krass, das ist eine kleine Vierzylinder nicht weit von entfernt. Ne? Das ist ein mega effizienter Motor. Das Konzept selber ist nicht schlecht. Ja. Aber das Ganze drumherum muss passen, dass es das auch aushält. Ja. Ne? Das ist halt der Punkt. Das war halt. Jetzt wollte ich nicht anstechen. Mega heftig. Wenn man weiß, dass der Motor von Haus aus schon bei Serien Leistung, Probleme machst. Mhm. Woher kam deine Motivation zu sagen, ey, ich probiere alles, ich mache alles, ich teste verschiedene Leistungsstufen, ich versuche an das Limit des Motors zu gehen, weil ich will nicht wissen, was alles passiert ist. Da kannst du ja vielleicht mal sagen, was. Ja, also die Motivation kam daher, weil ich das Auto unglaublich günstig geschossen habe und damals schon, du gewöhnst dich ja an Fahrzeuge. Sag mal, ich habe dir immer im K2 gemacht und dann kamen die ersten Dreier mit Software gemacht und so. Und das war für mich so, ja, ne? Und irgendwann so, ja, eigentlich hätte ich auch gerne mal einen, weil die fahren wirklich sehr gut. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nehme ich auch einen. Hauen wir mal raus, ne? Wollen wir mal gucken. Und dann hast du dich ein bisschen ausgetobt. Ja, dann ist der erste Motor rausgeflogen, weil das Coilment gebrochen ist, das Pleuel ist vorne rausgegangen. Also Pleuel ist vorne am Motor rausgeflogen. Vorne raus, unten durch die Ölwanne raus, Ausgleichswellen zerlegt, hinten raus. Also einmal final Waschmaschine. Final Sabbat, Feierabend, komplett im Arsch. Ja, dann habe ich einen anderen Block gehabt. Der ist dann bei, da habe ich dann noch den, doch, da habe ich schon den G-Lader gefahren. Das war eigentlich so unser Konzept, den Garrett Gela da drauf zu fahren, weil wenn ich dann anfange, dann will ich ja auch was machen. Ja. Ja, so. Da haben wir dann den zweiten Motor, der ist dann bei 2 Bar knapp, ist ja hinten in der Mitte einfach von links nach rechts durchgerissen. Einfach. Also wir müssen mal überlegen, erster Motor quasi explodiert. Zweiter Motor einmal in der Mitte geteilt. Richtig. Also das müssen wir mal vorstellen. Also so hast du schon zwei Motoren. Ja, die waren dann final im Arsch. Ja, und dann hat dich, glaube ich, der Ehrgeiz halt gepackt. Ich höre nicht auf. Richtig. Ich habe mir einfach gedacht, nee, das kann nicht wahr sein. Also ich will jetzt und ich bis du eine Lösung hast quasi, ne? Genau, richtig. Weil ich habe ja auch entsprechend Kunden, die wollen das ja auch haben. Mhm. Nur der Punkt ist, im Ausland siehst du auch immer viel, wie viel umgebaut wurde und so weiter. Das Problem ist, die Leute da können einfach nie lange Vollgas geben. Deswegen, hier ist das was anderes. Hier muss das Dauerbelastung standhalten und dann nicht nur den ersten Gang. Ne? Und dann kam der dritte Motor. Wie ging es dann weiter? Da haben wir dann erste Leitbuchse eingebaut. Also im Prinzip ein MK3 ST-Motor, weil der statisch wesentlich stabiler ist. Den haben wir genommen. Also dieser Rumpfmotor? Genau. Der Block, der RS-Motor an sich, der 2-3er, der war einfach für die Leistung nicht mehr geeignet. Also hast du jetzt einen Block vom kleineren Bruder genommen, vom ST, von diesem Modell ST? Ja. Weil der ist Serien-Close-Stack und hat einen dickeren Guss nach außen. Also der ist statisch wesentlich belastbarer. So, da haben wir gedacht, so, der wird schon. Ist aber Hubraum technisch dasselbe, oder? Ja, die Bohrung ist immer gleich. Du machst es über Kurbelwelle, Pleuel, Kolben. Ah, okay. Dadurch hast du den 200 Liter. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, Leitbuchse rein und dann machen wir Knass. Ja, und dann ist die Buchse geplatzt. Echt? Ja. Der ist dann bei 2,3 Bar, glaube ich, mit dem G-Lader, ist dann die Buchse geplatzt. Da habe ich gesagt, so, ja geil. Der Faden reißt nicht ab. Und was hast du dann gemacht? Ja, bin ich zu Kevin gefahren und habe gesagt, so Kevin, du baust jetzt irgendwas an Zylindern, was einfach nicht platzen kann. Fertig. Robust ist, genau, was einfach nicht platzen kann. Also bist dann wieder bei dem Rumpfmotor vom ST geblieben? Richtig. Nur halt die Zylinderbuchsen. Alles rausgefräst, Buchsen gedreht, Massivbuchsen, die sind ungefähr so dick und reingestellt. Das war dann auch erstmal in Ordnung. Also Zylinderbuchsen sind dann quasi halt in dem Rumpfmotor die reingestellt. Vier, wo die Kolben hoch und runter geht. Ganz einfach für den Zuschauer jetzt gerade. Richtig, vier Stück, wo die Kolben drin sind, die vier Stück aneinander in den Block rein, fertig. Mit einer richtig schönen Zylinderwandstärke. Ne? Genau, dass der nicht platzen kann, dass nichts mehr passieren kann. Und dann hast du dann funktionierendes System gehabt? Pass auf,
Es geht ja weiter. Ne? Dann musst du ja dann auch gucken, welche Kopfdichtung fahre ich. Und dann haben wir aus einem Dieselmodell die Kopfdichtung genommen. Und dann haben wir gedacht, ja geil, das wird jetzt funktionieren. Mhm. Und dann ist uns bei 2,5 Bar Ladedruck ist mir seitlich die Kopfdichtung von Zylinder 4 aufs Getriebe geflogen. Weil die Kopf, also die Stehbolzen vom Zylinderkopf, den Kopf hat so angehoben, dass die Gewinde im Block sind so rausgezogen worden, dass der Kopf angehoben hat und dann hat es einfach die Kopfdichtung rausgeschossen. Krass. Ja, habe ich mir auch gedacht. Das war ein richtiges Fest, ne? Oh Mann. Ja, das hieß dann wieder Motor ausbauen, wieder zu Kevin fahren, Kevin sagen, Kevin, mach mal Stehbolzen, die funktionieren. Mhm. Ja, da hat Kevin Stehbolzen fertig gemacht und die Gewinde unten sind M14. Und die sind dann abgedreht nach oben, die sind so lang im Block jetzt, nicht mehr 30 mm, sondern 65. Und dann im Prinzip den Bolzen selber dann so abgedreht, dass er nach oben durch den Zylinderkopf passt mit M11, mit gepanzerten Unterlegscheiben, eigens angefertigten Muttern. Und dann bin ich jetzt mal eine Zeit lang 2,8 Bar gefahren. Da ist dann auch die Leistung rausgekommen. Das hat bis jetzt funktioniert. Das hat dann funktioniert. Das hat dann funktioniert, ja. Wobei ich nicht ausschließe, dass es wieder zu Problemen kommen wird und wir da nochmal wahrscheinlich Brennringe für die Kopfdichtung brauchen. Zwecks Zylinderkopfdichtung. Also, Kolben Pleuel gemacht? Ja, sowieso. Pleuel sind auch eine Sonderanfertigung, die machen wir immer für unsere Motoren selber. Ja. Weil auch da hat der Schnabelspatz mal ein paar Pleuel durchgebissen. Ja. Wir hatten Upgrade Pleuel und Kolben aus den Staaten. Da wurde uns versichert, das hält bis mindestens 600 PS. Da haben wir den Kolbenbolzen verbogen und beim zweiten haben wir das Pleuel durchgekriegt. Das hat also auch nicht funktioniert. Deswegen sind wir den Schritt gegangen und haben gesagt, wir machen Custom selber Pleuel, selber Kolben, wir kaufen uns Rohlinge. Mhm. Die werden dann von den Ventiltaschen für die Motoren angepasst, werden also nochmal nachbearbeitet und dann funktioniert das. Ja. Also Kolben, Pleuel. Ja. Dann haben wir hier, sehe ich, Benzinversorgung. Richtig. Also das ist zusätzliche Kraftstoffversorgung, damit der Brennraum auch ordentlich geflutet wird. Ja, größere Einspritzdüsen nehme ich mal an. Die Direkteinspritzer-Injektoren habe ich nicht geändert. Ach, das funktioniert so? Das sind ja 1350er Injektoren. Ansaugung sehe ich vergrößert? Ja. 89 mm Ansaugung. Unten hast du auch? Das Hardpipe, genau. Hardpipe-Kit. Riesenlader-Luftkühler davor. Ja. Und aktuell fahren wir halt noch die Plastikansaugbrücke. Das wird demnächst aber auch geändert. Das ist schon fertig. Mhm. Das werde ich dann bei uns auf dem Kanal mal vorstellen, weil wir uns da überlegt haben, so eine andere Ansaugbrücke tut mal Not so langsam. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass wir, wenn wir über 3 Bar Ladedruck wollen, dass das Plastik das aushält. Das wird irgendwann einfach wegfliegen. Und Abgasanlage ist 3 Zoll noch oder? 3,5. 3,5 schon. Ja. Ja, hör mal, wenn warum frage, warum ja, frage ich überhaupt? Man bereitet sich ja schon vor, ne? Dass man dann irgendwann, weil ich habe auch erst gesagt, so, und das erste Ziel sind jetzt so die 6, die sind jetzt überschritten, jetzt wollen wir die 7 und dann wollen wir vielleicht irgendwann eine 8. Aber irgendwann ist, glaube ich, hier auch Feierabend, ne? Dann passt es halt. Irgendwann fliegt das auseinander. Dann geht es nicht mehr, ne? Ja. Aber ich finde persönlich, dass das jetzt gerade vom Ansprechverhalten des Laders und vom Fahrverhalten des Autos einfach das beste Setup ist. Das möchten wir gleich sehr gerne testen. Ja, ja, ne? Das können wir machen. So, gucken wir uns das Fahrzeug nochmal von der Seite an, ein bisschen das Seitenprofil, weil es ist ein sehr schönes Auto, aber ich fand es ein bisschen schade, dass Ford da wieder mit der Modernität quasi gegangen ist. Mhm. Der ist sehr rund geworden. Ja, weil nicht breit genug. Ja, du warst halt MK2 gewohnt, ne? Bullig, so Ecken und Kanten, so ein Teil. Ja. Und dann würde halt wieder sehr human. Ne? Der sieht schon recht zahm aus. Ja. Ne? Also das ist das Traurige. Das, das passt mir auch noch nicht so richtig. Also deswegen, viele machen ja schon auch Breitbauten und sowas, aber irgendwie, also wenn er so da steht, sieht sportlich aus, ist alles super. Schönes Auto auf jeden Fall. Der Lack ist auch nicht schlecht. Also ich finde die Farbe mega. Ja, ich finde die Farbe wirklich mega. Das ist, guck mal, wenn du mal hier dran gehst, dann siehst du, der hat halt quasi so ein bisschen Glitzer drin. Ne? Ja, ja. Das ist schon. Wenn die Sonne richtig, richtig schön auf den Lack strahlt, dann das ist schon nicht schlecht. Ne? Sieht richtig gut aus, ja. Innenraumtechnisch auch wieder, da haben sie sich nicht lumpen lassen. Die Sitze sind natürlich eine Macht. Ne? Ja, serienmäßig in dem MK2 schon, hier auch wieder. Ja. Das ist einfach geiler, geht's nicht. Ne? Ja, allerdings setz dich mal rein und sag mal, was dir als erstes auffällt. Bei dem jetzt, oder was? Du bist ja letztens im MK2, hast du ja gesehen, hast du ja jetzt endlich wieder einen. Setz dich mal rein, sag mal, was dir auffällt. Sitzt hoch? Ja, viel zu hoch. Also ich persönlich finde, das ist viel zu hoch. Es gibt Sitztieferlegungssätze, kein Scheiß. Überleg mal. Kannst du kaufen, kostet 1000 Euro. Echt? Ja. Kannst du nicht mehr dein Auto tiefer legen, jetzt legst du deine Sitze tiefer. Es ist aber auch wirklich, ich kenne ja beide Versionen, also ein paar Kunden von mir haben sich wirklich dazu hinreißen lassen, diese 1000 Euro auszugeben für diese Sitzschienen.
und du sitzt tausendmal besser da. Ja. Es ist viel, viel geiler. Dann haben wir, was ich gesehen habe, wir haben Handschalter. Mhm. Wie passt das so kupplungstechnisch alles? Was musstest du upgraden? Ich habe tatsächlich einen Prototyp in dem Auto verbaut von PTB. Ein Zweimassenschwungrad mit Zweischeibenkupplung und versteckter Druckplatte. Standfest bis 800 Newtonmeter. Sie ist halt schon zweimal gerutscht, aber das ist halt Motorsport. Ne? Ja, es passiert halt, mein Gott. Also Heck ist, finde ich, schön geworden. Mhm. Wie gesagt, könnte ein bisschen breiter sein, aber ein Rohr rechts, links, definitiv. Der Diffusor, ja. Das ist schon, das hat hier auch so ein bisschen was von Rennsport hier, ja, dieses kleine Lämpchen. Ja, genau. Ja. Ich werde noch so ein paar Kleinigkeiten werde ich noch ändern. Ich werde mir einen anderen Diffusor holen. Ich bin wirklich die ganze Zeit am Überlegen mit dem Breitbau, aber muss vor allem hinten mit der Tür passen. Ne? Ja. Kannst du nicht knallhart die Tür zuschweißen, ich meine, kannst du schon, aber... So, dann würde ich sagen, haben wir gequatscht ohne Ende. Mhm. So einen schönen Motorstart würde ich jetzt gerne mal hören. Serie eine Klappe, ne? Ja, den Zuschauer mal so ein bisschen was hier immer. Nicht lang schnacken jetzt langsam hier, sonst heißt es Kopf in Nacken, jetzt heißt es irgendwie... Ja, machen wir gleich. Ja. Gehen wir mal gucken. Wie gesagt, es gibt mal wieder für euch, wir gucken mal wirklich, was das Ding kann. Hm? Du hast bestimmt schon mal gemessen, 100, 200. Sag mal nichts. Wir lassen uns mal überraschen. Ich hänge die Uhr rein, wir messen 100, 200. Hm? Wir machen einmal eine schöne Tachoaufnahme, vielleicht den einen oder anderen Flyby und gucken mal, ob das eigentlich merkst du schon immer an Zallos Lachen, ob das Ding was kann oder nicht. Ja, ich denke auch. Ja. Ach ja, Freunde, weil ich nochmal eben anmerken muss, der Zallo, der hat keine auf Fresse bekommen. Okay, doch, habe ich schon, aber freiwillig beim Training, ne? Nicht, dass jemand denkt, ich habe einen auf den Mühe bekommen. Alles gut. Welche Ausrede hatten wir uns gerade noch ausgedacht? Ja, ist was vom Prüfstand geflogen, genau. vom Reifen. Ja, habe ich auch, hab mich ausgenockt. Ein Stück Reifen abgeflogen, weil du einfach so reingelaufen bist. Ja, und der Chris, der hat noch was richtig Geiles hier reinprogrammiert. Das werdet ihr gleich merken, wenn er hier einmal die Gänge durchreißt. Da bin ich mal gespannt, ob ihr von alleine drauf kommt. Was das ist. Das will ich jetzt noch nicht anmerken hier. Also das ist wirklich auch mit so richtig geiler Scheiß. Das ist wirklich geil, das hilft ungemein. Das hatte ich in einem Auto, im S3 damals. Aber das musst du dich auch erstmal trauen. Das fühlt sich so falsch an im ersten Moment. Ne? Achso. Alter, das musst du wirklich. Also 650 PS sagst du, ne? Ja. 800 bis 850 Newtonmeter. Ja. Also eine 7er muss stehen eigentlich schon. Ja. Ja, wobei die Kisten sind aber 100, 200 langsam. Das ist so. Warum? Hat das einen Grund? Also Übersetzung? Oder? Ja, es ist die Übersetzung, das Fahrzeuggewicht, der Allrad, das spielt alles irgendwie zusammen. Das PDC habe ich jetzt rausgemacht, seitdem ist es ein bisschen besser. Also nicht Pull Drift, ach nicht Park Distance-Control. Das heißt, es ist eine Lenkhilfe, ja, ah, okay. Ist hier einprogrammiert. Ja. Und wenn du dann wirklich mit Leistung fährst und ordentlich drehen am Reifen anliegt, dann macht der nur noch den Gehen. Bist du nur noch am Rudern in der Karte. Kannst du vergessen. Ja. Also ich sage, 7er muss stehen. So. Normal schon, aber das werden wir gleich sehen. Wenn es nicht so ist, bin ich jetzt auch nicht enttäuscht, aber. Wie gesagt, achtet drauf, wie der Chris gleich schaltet. Da müsst ihr drauf achten. Das ist ein. Ja. Der geht schon. Das ist schon okay, ne? Aber du hast
warst du immer? Wie viel? 18. Leck mich am Arsch, Alter, echt? 8-0. Nicht im Ernst, ja. Boah. Eine 8 exakt ist schon krass für die Karre. Ja? Also wenn du, ja, wenn du mal Leistung... Bist du alleine gefahren? 7, 9, 5, sowas. Ja, ach echt? Ja, 7, 9, 7, 9, 5. Und was waren die Dinger? Serie? Boah. Müsst ihr nochmal gucken, ich meine um die 15 und. Ja, wirklich? Ja. Und sau langsam. Alter, das ist ja gar nichts. Ja, die sind richtig, richtig langsam geradeaus. Das ist auch eigentlich kein Auto für geradeaus. Der ist geradeaus wirklich langsam. Aber wir können mal was machen, bis sich das haut, also das kickt, finde ich. Allradstart, oder? Nein, nicht komplett. Ich lass rollen, weil sonst fliegt mir wieder irgendwas im Ohren. Wenn du jetzt mal so... Das ist geil, oder? Ja. So die ersten drei Gänge, das ist mega bei dem. Das ist am emotionalsten quasi, ne? So finde ich Sound und so ist mega geil. Ja, Sound ist echt, also Abgasanlage ist wirklich brutal. Für so Vierzylinder ist, das ist halt, so Vierzylinder muss halt richtig so richtig dreckig klingen, finde ich. Das muss immer so richtig, das muss drehen, das Ding und hinten rausrotzen. Ja. Ja, aber wie gesagt, ganz also knapp die 8 verpasst immer. Ja, scheiße. Ja, egal, ist nicht schlimm. Ja. Das ist, weil du mit im Auto sitzt. Ja. Die 7er meinst du? Von dem Auto muss man immer nicht so die Mega-Zeiten erwarten. Ich habe mal eine Zeit aus England gesehen, da musste ich auch ein bisschen lachen, weil das konnte nicht sein. Das war eine 6.8 mit einem Serienrumpfblock vom MK3. Das kann einfach gar nicht sein. Das geht nicht. Da fliegt das Ding auseinander. Ja, sieht man hier gerade, was du alles gemacht hast. Das fliegt auseinander. So, und das finde ich dann wieder ein bisschen scheiße mit Zeiten, so rumtupf, weißt du? So, ich habe mich immer erst versucht daran zu orientieren und habe mir gedacht, mein Gott, warum kriegst du denn diese Zeit nicht? Geht das denn einfach nicht? Und dann irgendwann festgestellt, Alter, wo die ganzen Motoren dann immer mehr auseinandergeflogen sind auch. Das liegt ja nicht daran, weil das Ding keine Leistung hat, sondern weil das Auto das einfach nicht macht. Mhm. Der macht es einfach nicht. Und ich wollte mal von der ganzen Technik her und so. Ne? Ja. Und guck mal, der G770-Lader, der hier jetzt drauf ist, der ist am Ende. Mehr geht einfach nicht. Ja. Der ist jetzt vorbei. So, der Kopf ist am Ende, der Kopf staut. Also der Wassermantelkrümmer, der ist einfach jetzt zu klein. Es geht nicht mehr. So, der nächste Schritt ist jetzt, einen anderen Zylinderkopf zu nehmen, mit einem anderen Lader nochmal. Und ich glaube, dann kommen wir wirklich immer konstant Richtung 7.5. Bei dem Auto geht das nicht so einfach. Das ist das Problem. Das ist von der Technik her auch einfach, du hast so viel Regelelektronik und die kriegst du ja nicht immer zu 1000% aus. Ja, das ist ja das nächste Problem. Ja. Ja, also du hast immer den meisten Verschleiß auf der hinteren Bremse, das hat auch einen Grund. Ist, dass die Räder schon drehen im dritten bei Allrad und dann liegt hier richtig Dampf an. Und wenn du trotzdem nur eine 8er Zeit fahren kannst, das muss erstmal einer wirklich real nachmachen, sag ich mir immer. Also ich denke mir dann immer so, gut, ich habe jetzt eine 8 gefahren, muss jemand anders mit dem MK3 erstmal machen. Mit dem Auto muss dann erstmal jemand machen. Also 15 Sekunden Serie, um die 15 Sekunden irgendwas. Genau, ja. 10 Sekunden schon richtig hochgezüchtet. Mit 440 PS, 650 Newtonmeter, das ist ja nun mal jetzt wirklich nicht wenig. Und dann 650 jetzt hier auch nochmal 2 Sekunden schneller. Ja. Das ist schon gut. Ich denke, das ist viel. Ja. Also 2 Sekunden auf 100, 200 hört sich im ersten Moment für einen Normalsterblichen nicht viel an. Das ist aber eine Menge. Aber die musst du in der kurzen Zeit erstmal gut machen. Richtig, das musst du erstmal machen. Das ist ja der Punkt. Ich habe keinen vergleichbaren gesehen. Also wirklich mit Tacho-Video, mit Zeit offiziell, habe ich keinen vergleichbaren gesehen. Ja. Ja, und auch meine Zeit, die ich damals gepostet habe, mit dem ersten Setup, wo dann auch mal wo dann die Kopfdichtung kaputt gegangen ist danach. Mit dem ersten Setup, das war schon diese 8.5, 8.4, das war schon geil. Mhm. Ne, da haben alle schon, boah, schnellster in der Gruppe und so. Ne? Ja, ja. Und jetzt dann nochmal 0.3 weggehauen mit zweimal im Auto anstatt alleine. Ja. Das ist auch in Ordnung. Ne? Volltank. Ne? Hä? Volltank. Ja klar, voller Tank. Ja. 20, was haben wir Außentemperatur? 20 Grad. Mhm. Mach das mal nachts bei, ich sag mal, 5 Grad. Da bist du nochmal einen Tacken schneller. Ja, klar. Ne? Thema, was wir vergessen haben, wegen dem Schalten. Ja. Du hast hier Flat Foot Shift quasi. No Lift Shift. No Lift Shift, ja. Das heißt, du lässt den beim Schalten lässt du den Fuß komplett auf dem Gas. Genau. Du trittst nur die Kupplung. Du haust nur die Kupplung rein, ziehst den Gang rein, weiter geht's. Ja. Das ist mega. Das ist auch, in gewissen Momenten ist halt so,
du hast einen Ignition Retard und manchmal macht er wirklich richtig einen hinten raus. Ja. Also das knallt dann wie die Hölle, das ist mega geil. Ja. Also das ist schon cool, weißt du, bei diesem Steuergerät alles machen kannst, das ist ja nur ein MEDG 17, da kannst du richtig, richtig viel mitmachen. Das ist schon wirklich sehr geil. Chris hat nämlich noch einen Ford Focus RS MK2 stehen, den guten 5-Zylinder Turbo, und der hat auch ein bisschen mehr Dampf als Serie. Ein bisschen. Ja, nicht viel. Also 100 PS. Da können wir gerne auch noch mal. Das Ding ist echt schnell. Also ich hatte jetzt nur wieder Probleme mit der Kraftstoffversorgung. Welchen würdest du sagen, welcher schneller? Der hier oder der? MK2 definitiv. Der MK2. Ja, viel schneller. Also 100, 200 viel schneller. Ja, ja, 0-100 ist der hier einfach gegen den MK2 der Gott. Das ist klar. Da kommst du nicht gegen an, das ist einfach so. Aber 100, 200, Alter, würde ich durch den Wagen, durch den hier einfach durchfahren. Das ist wirklich so. Das ist schon sehr krass. Ja. Der MK2 ist aber auch in seinem Konzept ein sehr geiles Auto. Das mit der Vorderachse funktioniert richtig, richtig super. Ja. Und wenn du Semi-Slicks vorne drauf hast, die. Geht das genau ruhig gut. Ja, wo noch richtig schön Weichmacher drin ist und so. Ja. Die jetzt nicht abgefahren sind. Ja. Und dann richtig schön neue Slicks. Alter, dann hat das Ding Traktion vorne. Das ist schon wirklich böse. Ja, ich hatte die Toyos drauf. R888. Genau, die Triple A. Die habe ich jetzt auch drauf. Das geht sehr gut. Ja, machen wir so. Komm. Würde ich sagen, ich hoffe, der Teil hat euch mal wieder gefallen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, weil anhand dessen Resonanz entscheiden wir dann, machen wir noch was mit dem MK2 oder nicht. Ne? Nochmal so ein Teil. Also die Kiste, jetzt mal Zalo-Resümee hier, ja, ist schon echt, also von außen beeindruckend. Wirklich soundtechnisch, was du da programmiert hast mit dem Knall. Also Wahnsinn, wirklich. Das ist genauso, wie man es braucht. Also dieses schon mega, ne? Oder einmal pam, und weiter geht's. Das ist ja einmal richtig. Also das geht. Ist das, was wir lieben, ne? Einmal beim Schalten, einmal definitiv, ja. Ein so ein schöner lauter Knall. Richtig perfekt. Einen hinten rausrotzen, ne? Ja. Wenn dann ein Flämmchen rauskommt, ist dann nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte quasi, das ne? Das ist nochmal das Tüpfelchen. Aber
Ja, sonst, wie gesagt, 8er Zeit. Wir sind ganz knapp nur an der 7er Zeit vorbeigeschnittert, was wirklich schnell ist, ne? Für das Auto auf jeden Fall. Ja. Also ich bin damit erstmal zufrieden. Ja. Nächsten Umbauten machen dann wieder bessere Zeiten. Wenn du zufrieden bist, ist doch... Ja. Mehr geht ja nicht. Normalerweise ist man als Tuner oder als Erschaffer meistens erstmal unzufrieden, weil man sich mehr erhofft hat, aber... Das schon, aber in einer gewissen reflektierten Ansicht, sage ich jetzt mal, der Tatsache, wie das Auto ist und überhaupt der anderen Zeiten, die die anderen fahren mit ihren Leistungen, bin ich mehr als zufrieden. Also einen schnelleren gibt es in Deutschland nicht. Ja, von daher würde ich sagen, ist das der passende Abschluss zu diesem Video. Ja. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abo da und sehen uns im nächsten Video. Wenn nicht, ist auch scheißegal. Macht's gut, Freunde. Ciao. Haut rein, ciao. I'm burning down.